Hallo Leute, ich bin Waschbeckenpapst. Du bist doch der von YouTube, oder? Ey, deine Videos sind so schlecht, ne? Ey, du bist so peinlich, ne? Ey, an deiner Stelle würde ich mich so schämen, ne? Du bist für dumm, ne? Ey. Guck dich an, ey. Bevor ich dir nur mal sagen, ne? Tschüss! Ja, ich wollte eigentlich so ein Welt-News-Video machen, wo ich ein bisschen über aktuelle Lage berichte, aber in der Welt passiert nichts. 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 Gar nichts. Ja gut, in Libyen und Syrien prügeln sie sich weiter vor sich hin. In Fukushima schmelzen die Brennstäbe weiter vor sich hin. Und Griechenland pleitet weiter vor sich hin. Ihr wisst schon, was ich meine. Nom 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 nom! Ach ja, und dann war da noch der Ehek-Virus. Ein schlechtes Remake vom Schweinegrippe. Ja, ansonsten. Ballack ist halt raus. Total überraschend. Deutschland ist der geilste Club der Welt! Deutschland ist der geilste Club der Welt! Und bald beginnt die Frauen-WM. Titten! Aber das ist irgendwie alles langweilig. Ey du, ich hasse dich. In meinem allerersten Video habe ich ja zu dem Musikvideo zu dem Kakophant was gesagt. Und in meinem allervierten Video, da möchte ich was über das Buch sagen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, es zu besorgen, um hier investigativen Journalismus zu betreiben. Und ja, fangen wir mal an mit einer kurzen Buchkritik. Wer ist es, der aus Leibeskraft und haufenweise Gutes schafft? Wie heißt der größte Held im Land? Ganz klar, das ist... Lösung bitte wenden. Der Kakophant! Das Buch, was wir heute behandeln werden, ist von Klaus Cäsar Zerra und heißt Der Kakophant. In diesem Buch geht es um ein Fantasiewesen, welches der Kakophant heißt und kackt, wie aus diesem Buch hervorgeht. Als Stilmittel wird ein Paarreim verwendet, der die ganze Zeit durchläuft. Ein Jambus ist das Metrum. Weitere Stilmittel lassen sich nicht erkennen. Karikaturen ebnen den Weg dieses Textes. Und ich glaube, die Hauptaussage dieses Textes ist, dass die Welt ein großer Scheißhaufen ist. Ein höchst depressives Buch. Der Kakophant ist wirklich ein Killerbuch, in dem es darum geht, dass es sieht aus wie ein Elefant mit einem Rüssel einer Klopapierrolle, der kackt. Das ist der Inhalt dieses Buches. Und ja, also das ist halt für Kinder und mich persönlich verstört es tief. Also das Lied hat mich schon seelisch zerstört, aber dieses Buch hat eigentlich nur noch nachgeholfen. Ich frage mich, wie Kinderseelen das aushalten sollen. Ich habe hier auch eine Seite, die ist so meine, ich will nicht sagen Lieblingsseite, also eine Seite, die... Oh mein Gott! Wie schön ist es am Mittelmeer, so eine Sandburg macht was her. Die größte Burg am ganzen Strand baut sich im Nu der Kakophant. Ja, ist kein Witz. Die Kinder werden dazu animiert, am Strand zu kacken. Ich meine, was denkt sich der Autor dabei? Also ich find's total geil, dass kleine Kinder am Strand schön sich Burgen aus Kacke bauen. Das ist Erziehung, so soll's aussehen. Boah, ich bring diesen Autor so um, denn wenn ich ein Kind am Strand kacken sehe, ne? Ich mach dich den Sprosch, töt dich so, ne? So. Fotzen. Ein Spiel aus dem ersten Video läuft übrigens immer noch. Die Frage war, ist der Autor Genie oder hirnkrank? Ich war schon noch auf Antworten.
Ich habe noch eine Frage zum Ende. Was würdet ihr von ernsthaften Kritiken halten, die ich auf YouTube hochladen würde? Also von Büchern, CDs, Filmen, Computerspielen. Keine Ahnung. Ja. Tschüss.